Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit der Frage, bin ich zu alt, um Erfolg mit Frauen zu lernen? Bin ich zu alt, um flirten zu lernen? Oder zu alt, um mich überhaupt mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen? Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Männer, die zum Beispiel mit jüngeren Frauen schlafen wollen, sondern auch auf viele Ende 20, Anfang 30-jährige Männer, die mich fragen oder die den Eindruck haben, sie sind zu alt dafür und könnten es jetzt nicht mehr lernen, bräuchten jetzt gar nicht mehr damit anzufangen. Na? Und du kriegst jetzt hier meine Meinung, mein Feedback aufgrund meiner Erfahrung, denn ich habe mit vielen älteren Männern bereits zusammengearbeitet und jetzt verrate ich dir, wie diese Zusammenarbeit mit diesen Männern gelaufen ist und ob man als älterer Mann das Ganze noch lernen kann oder ob es vielleicht keinen Sinn mehr macht. Also, du bist älter und willst vielleicht was mit jüngeren Frauen oder du bist älter und willst jetzt anfangen, deinen Erfolg mit Frauen zu verbessern. Ganz ehrlich, erster Schritt auf dieser Reise, realistisch sein. Na, wenn ich habe mit 17 angefangen, mich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen. Ich hatte meine ganzen 20er, um viele Erfahrungen mit Frauen zu sammeln. Und da habe ich natürlich dir vielleicht als 30, 35-Jähriger oder vielleicht sogar 50-Jähriger, der jetzt mit dieser Sache anfängt oder der sich jetzt da reinstürzen will, einiges voraus. Und ja, je älter du wirst, desto weniger Zeit hast du, dich mit dieser Sache auseinanderzusetzen und unter Umständen kommst du weniger weit. Das muss man ganz klar so sehen und es gibt andere Nachteile im Alter, die dir Probleme bereiten können, da komme ich aber gleich zu. Generell kann man aber trotzdem sagen, egal wie alt du bist, du kannst immer erfolgreicher mit Frauen werden, du kannst immer flirten lernen und du kannst auch als älterer Mann mit jüngeren Frauen schlafen. Ich habe das schon, wie gesagt, mit manchen Coaching-Teilnehmern gemacht, die älter waren und mit jüngeren Frauen schlafen wollten. Ja, das hat ein bisschen länger gedauert, als es jetzt bei einem 25-Jährigen dauern würde, das muss man ganz klar so sagen, aber es funktioniert auch. Und gerade an die zum Beispiel Anfang 30, Mitte 30-Jährigen da draußen, wenn du dich gut gehalten hast, wenn du über deine 20er ein geiles Leben geführt hast, dir ein geiles Leben aufgebaut hast, ein cooler Typ bist, dann bist du in deinen 30ern und 35ern enorm viel wert für Frauen und dann sollte es sehr einfach, wenn nicht sogar einfacher sein, eine Anfang 20-Jährige zu verführen, als wenn du in deinen Mitte 20ern bist. Na, gleiches gilt ungefähr für jemanden, der vielleicht 40, 50 ist. Da ist es aber schon ein bisschen schwieriger, weil das ist einfach schon sehr alt, sage ich mal. Und als 35-Jähriger hast du dann dem 50-Jährigen doch etwas voraus. Also die zusätzliche Erfahrung, die ein 50-Jähriger hat, macht nicht diese 15 Jahre beispielsweise wett. Ja, also ich würde sagen, tendenziell als 50-Jähriger ein bisschen schlechtere Chancen hast als 35-Jähriger. Aber wenn du ein cooles Leben führst, wenn du ein cooler Typ bist, dann ist es überhaupt kein Problem, weder als 35-Jähriger noch als 50-Jähriger mit jungen Frauen zu schlafen. Und wie gesagt, gerade in diesem 25, 28, 30, 35 Bereich kann es sogar, wenn du ein geiles Leben hast und ein geiler Typ bist, noch viel einfacher sein. Das muss man ganz klar so sehen. Alter bringt viele Vorteile mit sich. Jetzt haben wir diesen Sonderfall, denn das gibt es auch sehr oft, dass du vielleicht nicht so der coole Typ bist und nicht so ein geiles Leben hast. Und da muss man dann ganz klar sagen, klar kannst du dann auch Erfolg haben, aber dann musst du dir bewusst sein, wie dieser Erfolg aussehen wird. Also nehmen wir mal einfach an, du bist 50 Jahre alt. Ich hatte mal jemanden, der war, ich glaube 50, der war jetzt gerade fertig mit seinem Studium. Davor war er die ganze Zeit Busfahrer, der sah nicht besonders cool aus oder der sah auch nicht besonders gut aus und der war auch nicht besonders entspannt, cool oder dass du sagen würdest, mit dem hängt man gerne rum. Der hatte einfach tatsächlich nichts so richtig, was für ihn gespielt hätte und mit diesem Mann war es schon sehr schwer bis fast unmöglich, was Ordentliches hinzubekommen. Heißt nicht, dass dieser Mann es nicht schaffen kann. Der kann das schon schaffen, nur hat er erstmal eine ganze Weile Arbeit vor sich, bis er an einen guten Punkt kommt. Deswegen sage ich, wenn du dich ordentlich um dich gekümmert hast, wenn du ein ordentliches Leben gelebt hast, wenn du ein cooler, entspannter Typ bist, dann ist das überhaupt kein Problem, dann ist das wie auf Fingerschnips. Aber wenn du jetzt wirklich, sage ich mal, über Jahre lang dich nicht so richtig um dich gekümmert hast, so ein Einsiedlerkrebs war es, der nur zu Hause rumgehangen hat, keine Freunde hatte so richtig, vielleicht auch keinen besonders coolen Job oder einen Job, den du gerne machst und du fühlst dich in der Gegenwart von Frauen oder Menschen allgemein nicht so ganz sicher, dann musst du dir schon darüber im Klaren sein, dass erstmal schon jahrelange Arbeit wahrscheinlich vor dir liegt, um an einen guten Punkt zu kommen. Und ja, dann kannst auch du Erfolg mit Frauen haben. Vielleicht kein ich mache irgendwelche 20-jährigen Models klar Erfolg mit Frauen, aber einfach so, dass es für dich an einem guten Punkt ist, dass du sagst, ich bin mit meinem Datingleben zufrieden. An diesen Punkt kann meiner Meinung nach jeder Mann kommen. Du musst nur wirklich realistische Vorstellungen haben. Realistische Vorstellungen davon, wie lange das dauert und realistische Vorstellungen davon, an welchem Punkt du kommen kannst. Na? Wenn du wirklich
nur Scheiße gebaut hast bis jetzt und du bist alt und du führst ein Leben, das du nicht gerne führst, du bist nicht cool, dann sei damit in Ordnung, dass du länger brauchst, dass du auch nicht an diesen Supermodel-Punkt kommst. Und wenn dir irgendjemand da draußen verkaufen will, hey, mit diesen krassen Sprüchen oder mit diesen Techniken kriegst du, egal wer du bist, Supermodels, nein, natürlich ist das nicht so. Die Supermodels können sich doch auch andere coole Männer aussuchen. Warum sollten sie dann mit jemandem rumhängen, der in seinem Leben nichts gerissen hat und auch überhaupt nicht cool drauf ist? Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Generell gilt aber für jeden älteren Mann, du kannst es schaffen und es ist auch nie zu spät, damit anzufangen. Du musst dich immer fragen, vor allem als 30-, 35-Jähriger, aber auch als 50-Jähriger, du musst dich immer fragen, du lebst noch, sagen wir mal, im Durchschnitt 20, 25 Jahre, wenn du jetzt 50 bist, wenn du 30 bist, dann ja vielleicht noch 50 Jahre. Ne? 25 Jahre, selbst wenn du 50 bist und anfängst oder 55, du lebst noch, sagen wir, 20 Jahre. Das sind 20 Jahre. Willst du wirklich 20 Jahre lang keine Erfahrung mit Frauen haben? Willst du das wirklich nie in deinem Leben erlebt haben? 20 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, in der du unglaublich viel machen kannst, in der sich unglaublich viel verändern kann. Klar, die Veränderung wird vielleicht schwerer, je älter man ist, das mag zwar so sein, aber das sind immer noch 20 Jahre. Selbst wenn es 10 Jahre wären, könntest du noch einiges machen. Es ist niemals zu spät. Nie. Nur musst du realistisch sein. Musst realistisch an diese Sache rangehen. Das ist meine Message an alle älteren Männer und an alle Männer, die vielleicht denken, sie sind zu alt für Erfolg mit Frauen. Quatsch. Absoluter Quatsch. Wenn du die richtigen Einstellungen, wenn du die richtigen Erwartungen hast und nicht da dran gehst mit, boah, der Tim hat 2 Jahre gebraucht, also das ist jetzt gar nicht wahr, aber ich sage es einfach mal als Beispiel, der Tim hat 2 Jahre gebraucht, um gut zu werden, boah, ich schaff's jetzt in 1,5 Jahren. Ja, wahrscheinlich nicht. Na, und dann sitzt du da und denkst dir, boah, was bin ich für ein wertloses Stück, dass ich es nicht geschafft habe. Das macht natürlich keinen Sinn und ist natürlich Quatsch. Hab realistische Erwartungen, dann kannst du als älterer Mann absolut die Show rocken. Geil, dass du hier warst. Wenn du noch Fragen zum Thema hast, in die Kommentare. Andere Videovorschläge auch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.